wahre Freundschaft wächst. Je länger sie besteht, sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute... Ach, schick ist das! Bist du nackt? Ich konnte mir keinen besseren vorstellen. Kümex, für uns bist du ein echter Erfolgsheld. Ich bin so stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Kümex den Goron. Oh. Es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, wie erneut. Doch, hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort gibt ein Höllendrache. Wow. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Heul, Snöf, Daddy. Du solltest ihn beruhigen. Achso, du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Ah nee, das sagt irgendjemand. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Aber du fragst einfach etwas. Was? Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen, über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. Ein Hammer? So erzählt die Legende aus den vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Holzniff, Daddy. Du solltest ihn beruhigen. Wir fragen mal über den Daddy. Hey, nein! Oh. Nein! So wollte ich. Vater war gerade nicht hier, als alle vom Gönnendorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Weil Gennendorf so kräftig ist und alle hochheben kann. Es war schrecklich. Gennendorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Gennendorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goronen dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Kubex. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Holy shit! Und ich dachte mir noch, hey, ich muss doch sicher klein werden, um die zu kaufen, weil der Shop jetzt zu ist und jetzt kriege ich die geschenkt. Wie cool. OMG! Oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass das wichtig ist. Dann ziehen wir mal die Rüstung an. Plopf. So, gehen wir mal zuerst dahin, wo der Chirp war. Toll. Dann steht als nächstes wohl der Feuertempel an. Worüber ich erleichtert bin, weil vom Wassertempel habe ich dann doch Angst. Was kann ich hier machen? Außer alles wieder kaputt und die ganzen Ports kaputt schmeißen. Toll, kann ich irgendwas ziehen, schieben oder was? Ah, yes! Ich habe gelernt vom letzten Dungeon. Todeskrater, wo bin ich denn jetzt? Das ist der gleiche, nur ich bin auf der anderen Seite. Alles klar. Und ich habe keine Bomben. Mist. Los, komm, lass da Bomben drin sein. Ich habe keine Lust mehr, welche zu kaufen. Dabei, wenn das jetzt das neue Dungeon ist, dann kann ich mir auch welche kaufen. Kleiner Moment. Gehen wir nämlich rüber in den Shop. Da gab es ja Bomben zum Kaufen. Und je nachdem, was die kosten, nehme ich einfach irgendwie
5 Millionen Stück mit. Und das sollte dann ja wohl reichen. Hey, Bombenverkaufskumpel. Willkommen. So, 5 Stück 25, 20 Stück 80, 30, 120. Nehmen wir das. Habe ich mich verrechnet? 20 und 80 und 30 und 120 ist der gleiche Preis. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Und ich kann nur maximal 20 tragen. Toll. Das hat er natürlich nicht vorher sagen können. Geil, wir kriegen so schnell wieder Kohle. Ansonsten machen wir nochmal unseren coolen Fischi-Trick. Das geht schon. Todeskrater, der doch sicher zum Feuertempel führt, reden will. Falsche Taste. Die kann ich nicht kaputt machen. Das sind andere Steine. Darum ging das nicht. Alles klar. Am Moment. Hat er nicht was gesagt? Ich brauche einen Hammer. Wo kriege ich denn den Hammer her? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Kann ich darüber? Mist. Kann ich mich wie in Wind Waker dann das Holz hängen? Steuerung. Ja! Ja, Mann. Oh, nice. Das heißt, hier sollen wir wirklich schon hin. Wer bist du? Was tust du? Geh weg. Wahre Freundschaft wächst. Je länger sie besteht, sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute... Ach, schick ist das. Bist du nackt? Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir erweisen den richtigen Weg. Wird dir weisen den richtigen Weg. Ich glaube, ich habe den Satz wieder verkackt. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Schick ist wirklich nackt. Ist das ein Texturbug oder hat er wirklich nur das weiße Zeug an? Oh, falsche Taste. Upsi. B gedrückt. Ja? Oh, wieder B gedrückt. Was? Ach so, ah, okay. Da. Bin zu ungeduldig. Ah! Jetzt hat Chic was angezogen. Bin ich erleichtert. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Ich muss kurz was trinken. Ja, Moment. Cubix, wir werden uns wiedersehen. Bin ich erleichtert, dass du wieder was angezogen hast. Jetzt ein Bug oder das muss ja ein Texturfehler sein oder sowas. Achso, da unten kann man sich ranziehen. Das möchte ich gerne einmal kurz kontrollieren. Was es damit auf sich hat, warum sollte man sich da ranziehen wollen? Da drüben. Aus Gründen anscheinend. Toll. So.
So, dann wird das doch jetzt sicher der Feuertempel sein, oder? Oh, er begrüßt mich glücklich. Hallo. Feuertempel, nice, das ging schnell. Musste ich längst nicht so lange suchen wie beim Waldtempel. Okay, was haben wir denn hier links? Hallo Tür. Na? Diesmal versuche ich wieder noch aufmerksamer zu sein und alles zu finden. Hier kann ich nichts machen. Da vorne ist ein Gorone. Hey Kumpel, bitte, bitte, friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. Aber ich möchte dich gar nicht fressen, Kumpel. Und da ist der Master Key. Das wird die gleiche Truhe wie im Waldtempel. Moment, war da ein Loch in der Decke? Nö. Was bist denn du? Dich kann ich doch sicher verschieben. Eck, stirb! Ich wollte keine Bombe setzen. Ich kann mich doch sicher verschieben. Kann ich nicht, okay. Vielleicht von der Innenseite. Mal sehen. Vielleicht ist es ja ein Shortcut oder ein Rückweg. Wow. Auf einmal. Und die Säule hatte auch Feuersymbole drauf. Vielleicht ist das ja später noch wichtig. Momentan haben wir nur die Möglichkeit, nach links zu gehen. Dagonia! Hey Kumpel, na du? Wer ist da? Bist du es, Cubex? Tatsächlich, Cubex! Du bist erwachsen geworden! Ein richtiger Mann! Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, aber mir ist sehr warm hier hinten. Hier ist Lava, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Ja, komm. Teamarbeit? Hast du schon mal was davon gehört? Sonst kann ich dich auch noch retten. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage erwähnt wird. Die in der alten Sage Erwähnung findet. Okay, Entschuldigung. Doch, mir bleibt keine Wahl. Kubex, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, solltest du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über dem gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Cubex. Okay, passt. Dann habe ich den Ablauf hier schon gecheckt. Ich muss hier ein bisschen die Leute befreien. Unterwegs werde ich wahrscheinlich diesen besagten Hammer finden. Und mit dem komme ich dann... so weit, dass ich zum Boss selber kann. Und dann kann ich ihn töten. Alles klar. Es gefällt mir jetzt schon mal sehr... sehr viel besser als der Waldtempel, weil es ein bisschen durchsichtiger ist. Okay, das hier war für nix. Oh, Fee! Die kann ich gebrauchen. Bevor es mir wieder schlecht geht. So viel zu in der Luft fangen. Toll. Sie ist dort in der Wand. Ja, oh, gerade noch bekommen. Ich weiß nicht, ob die hier auch die... Moment, da ist noch eine gewesen. Da war eine zweite. Das habe ich doch genau gesehen. Okay, sie können hier despawnen. Schade.